Das war 5-2. So, als nächstes kommt die Titanic. The Ship of Fools. Oder die Costa Concordia. Sucht euch aus. Da. 120 Kills, 8 Minuten Zeit, 3000 Style. Secrets, ein Soul Orb, located behind the locked blue door in the fireplace hallway. Ja, okay. Immer mit der Ruhe, ne? Was ist die Challenge? Was ist die Challenge? Das sieht man halt. Man sieht, dass die Challenge noch aktiv ist. Ja, also dass ich sie noch geschafft habe. Aber nicht, was die Challenge ist. Don't touch any... okay. Ich glaube, das wird ein separater Run. Behind the locked blue door in the fireplace hallway. Werden. Zwei von denen sind halt irgendwo. Muss das sein? Wait! Man hört's. Wie high. Also, sobald ich den Blue Sky habe. I thought that would open now. Muss ich es vielleicht erst platzieren? Das war das erste. Located in a door just behind the pedestal with the red skull. Just above the pedestal there's a destructible diamond-shaped bottle. Gotcha. Das ist präzise genug.
mal was Cooles noch im Spiel. Die Typen müssen gefokust werden. Er hat an die Wand geschossen. Dieser Dash ist so schwer. Gadget Perry. Vor dem Raum werde ich Angst haben, wenn ich den gleich B-ranken darf. Buff the Skull, okay. Nicht im Kampf rein, sondern den Skull. Lass den. Gotcha, bro. Place both skulls on the pedestal next to the split door. You'll find an orb in a secret path that opens. Das ist nicht der Abgabe. Stabiles Glas. Sollen wir versuchen, noch kein Wasser zu berühren? Hm.
Let me up here. Found in the dual wheeled B-side? Ah! Wenn das Schiff sich flippt. Gotcha, bro. Klar, nennen wir es B-side. Hier noch nichts mit sich tun, ne? Ja. So, Dingens. Und das ist jetzt quasi die B-Side. Launcher. Das ist eine ungünstige Taste. Wenn ich mit meinem Kopf aussuchen könnte, welche Waffe ich in der Hand haben will, wäre das weitaus möglicher. Aber da ich WASD und Movement auf einer Hand habe, schwer möglich. Found in the dual-wheeled B-side. Also... hier? Wenn ich hier runtergehe? Kann ja gar nicht. Okay, Wheel, ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, das hier. On the far left side from the door to the hologram. Ah, okay. A dorm hallway B in a formerly secret compartment in one of the rooms. Alright. Thank you.
Hi. Are you my new friend? Ich hoffe, hier ist kein Wasser irgendwo in den Räumen. Ah ja. Wunderbar. Da haben wir das letzte. Gut. Da! Das ist eigentlich, was ich machen wollte. Ah, that is so sad, dude. Ah, this is so fucking sad. Die ganze Zeit geschafft und sowas. Nein! Ich drück jedes Mal auf weiter, aber ich will eigentlich nur starten. So. Do not touch water. Catch, bro. Interesting, für jeden Maurice, der weg ist, gibt es einen von denen. Well then don't mind me, just only killing one Maurice. Das war eine wichtige Info, dass nur ein Maurice spawnt. Dass wenn ein Maurice killt, nur ein Cerberus kommt. Na? Da gibt's gerade Schnittchen. Um kurz nach 11. Aber wisst ihr was? Da bin ich dabei. Und danach tatsche ich kein Water an.
Hab ein Brötchen. War natürlich nicht ganz so. Nur ein Brötchen abholen. Es war ein mieser Trick, um mich dafür zu bekommen, dass ich Katzenstreu hochbringe. Kind of free shit hier. Der Challenge steht drin, man soll das machen. Perfektes Timing, dass der Sound auch schön überlappt. Okay, Boys, dann lasst mal nicht das Wasser anfassen. Look, I'm even using this thing. Are you proud of me? I've used the new weapon. The heart is the body must be strong.
Gut, dass Explosionen einen nach oben schmeißen. Burning. I love it. Ah, deshalb muss man das Siegel freischalten, weil die Tür, wenn man sie aufmacht, fängt an zu flattern. Jetzt verstehe ich die Leute. Wie viel Zeit hat man für ein S? 8 Minuten. Holy shit. Ich habe mir schon gut Zeit gelassen. Okay. Flawless. Der läuft nicht so gut mit dem Style. Oh ja, ich hätte damit anfangen sollen. Ja, mit dem roten Anfang, definitiv. Der Raum ist entweder mega easy oder mega scheiße. Je nachdem, wie viel Leben du hast, um auf nahe Distanz zu arbeiten.
Gadget, halt die Fresse. Rudi, bitte. Na, Maurice! How is life? Oh, schön. Going down. Sure are. Oh boy. Where is it? There you go. Nur noch mal, um sicher zu gehen. Noch mal eine Münze hinterher. Ja. Anyway. Thank you.
Alright, you win. I go over here. Ich bin in ihn reingejumpt. Good job, CJ. Peace. Was a close one with their sentry. Gehen wir auf den Sack, wie Severus. Ich glaube, das sind von allen Gegnern, die ich an diesem Spiel hatte. Gadget. Boom.
schon mal gesagt, dass ich Cerberus am wenigsten mag. Unterstreicht das nochmal. Perry nicht bekommen, weil ihre Projektile in den Boden gefallen sind. Da war Deckung das Problem. Ist so ein schön ruhiges Game, Ultra Kill, ne? Kann man sich mal zurücklehnen. Schöne Druckola-Brötchen essen. Das ist ein gutes Game. Wasser dazu, immer schön viel trinken. Weder den Typen bekommen, noch Maurice.
Er kickt mich weg und ich habe meinen dämlichen Finger auf der Slide-Taste. Verdammt. Danke, Maurice. Maurice hat gerade zweimal einen perfekten Laser geschmissen. Ich muss aufpassen, dass ich den einen Maurice nicht enrage. But I'm going to take it. You are no fun, Maurice. That's Joe. He's very funny. Läuft gut.
Der zweite Angel-Typi geht mir so auf den Sack. Aber nicht so schlimm wie die Cerberus. Die Cerberus sind das wirkliche Problem. Sehr hilfreich. Raum ist alles, was man braucht, Alter. Heieiei, der wurde ja komplett auseinandergenommen, das Servus. Which I guess is the point of that weapon? First time ever, ein richtiges Fistful. Das versuche ich die ganze Zeit schon zu machen. Von einem Gegner zum anderen Gegner und dann auf den Coin. To be honest, it is not working how I wanted it, but it is working, and I nearly killed myself again. Let me believe the heart is willing, but the body is nein, Maurice. Ich war an der Wand. Oh. Da, da, da. Thank you.
Ah, der Sentry war schon tot. Okay, never mind. Deswegen war noch Musik hier. Da habe ich mich verhauen und habe mich gekillt. Ja, keine... Was soll ich sagen? Da habe ich mich halt einfach nicht eingebaut. Cool. Ich konnte ihn nicht zu mir hinziehen. Deswegen durfte er schießen. Das ist nicht ganz cool. Falsche Aktion. Ich möchte dem Schädel keine Münze geben. Eigentlich eine Granate werfen, aber man kann doch selber die Granate. There is not really any difference.
Hast du ja so gedacht, ne? Das habe ich mir gemerkt, dass du noch da bist. Holy shit! Das Ding... Das Ding nimmt ihn wirklich auseinander, wenn der Raum es zulässt. Das ist keiner insane. Also wenn du hin und her wobbeln kannst, die Gegner sind Feierabend. Anyway. Gegner kommen. Weil mir haben immer wieder welche gefehlt. Oh shit. Uns fehlen 9000 Style-Punkte. Ich glaube, wir dürfen nicht getroffen werden. Like, gar nicht. Wir müssen dauerhaft auf Notfallkill bleiben. Schon behaupten, das war stylischer. Weil an meiner Waffenvariety kann es nicht liegen, ich switche sehr häufig, aber wenn man getroffen wird, bekommt man ebenfalls Abzug. Also einfach weniger getroffen werden wie vorher. Ich wüsste...
Also ich weiß, das kann das Spiel nicht sagen, weil man nicht weiß, wie stylisch man in manchen Fällen spielt. Aber ich hätte gerne so eine, jetzt wenn du einen Checkpoint hast, so viel wird empfohlen und so viel hast du an Style. Das würde nämlich in manchen Fällen schon heißen Instant Restart, wenn man quasi keinen Checkpoint zu wenig hat. Erscheint mir wenig. Ich habe leider auch überhaupt nicht drauf geachtet, wie viel ich sonst zu dem Zeitpunkt schon hatte. Ich habe kein Healing von dem Boost bekommen. Ich verstehe nicht, warum ich so ewig gehittet bin. Alter, 1400? Ich habe noch weniger als sonst. Wahrscheinlich, weil ich nicht in der Luft war. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe ja nur geflyt, wenn ich in der Luft bin. Genau, weil jetzt bin ich schon bei 2000. Oh.
Falsche Waffe, sorry. Danke, Maurice. Besser als sonst? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte hier schon mal nur ein C. Sagte er. To be honest, I have no idea. Ich habe gerade die Destiny 2 Uncharged Melee-Taste gedrückt, weil ich keinen Charger brauchen wollte und Melee. Random Fact, die Taste gibt es in diesem Spiel nicht. Ups. Do not dunk my ass into oblivion. Where? Ich wollte gerade sagen, die anderen Türen sind eigentlich immer zu, wenn ich nicht alle Gegner besiegt habe.
Also war die Auswahlmöglichkeit relativ gering. Okay, das Teil war zum ersten Mal ein Problem, weil ich zu oft gehittet wurde. Brute Forcen überlebt zwar, weil man kriegt genug Gebiet, aber man kriegt natürlich auch Damage. So, das heißt, wir haben nur noch Mr. Leviathan, oder wie das Ding hieß? Leviathan, yes. Reach the surface in under 10 seconds. That should work. Oh, it's easy. Nice. Good evening. Yes, we do have a rocket launcher. However, even after being hit so much, I don't think I'm gonna... Oh yeah, right. Kann ich nicht den hier machen. Für einen garantierten Hit. Ich könnte auch das Ding reiten. But I don't know. Not a fan of that. Wait. Ich hab Dingens nicht gemacht. Ich meine, ich bin Jim. Come on.
viel Zeit habe ich für den? 2:10. Okay, never mind. 5000 Style. Da gucke ich ja, dass ich das in Pop Projectile Boost sollten wir aber eigentlich schon bekommen. Kein Problem. Dann müsste ich jetzt nur noch die Geduld haben, ihn zu besiegen. Aber auch das habe ich nicht. I want him when dead. Like fast. Bitte auf meinen Bildschirm, dass ich sage, so. Imagine, du könntest dadurch sterben. That would be sad. Das dürfte Wrath gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. All of Wrath. Also die Secret Mission. Welche es, glaube ich, nicht gibt. Lass mich nochmal nachgucken. 5S. Ja. 5S gibt es derzeit nicht. Das heißt, nächstes Mal werden wir Heresy machen und dann gibt es, glaube ich, nur noch meines. King Minus auf unserer To-Do-Liste. Und dann haben wir das Game perfected. Prost. Ja, ne? Den Rest machen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht und eine schöne Restwoche. Am Freitag gibt es wahrscheinlich wieder Satisfactory. Keine Garantie. Wir werden sehen. Tschüss.